Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-how kompakt. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal. Es freut mich, dass Sie zu meinem Podcast gefunden haben. Der Titel des Podcasts lautet Immobilien-Know-how kompakt. Und in dieser allerersten Folge möchte ich Ihnen gerne erzählen, worum es in diesem Podcast geht, worum es nicht geht, was Sie in der Zukunft hier erwartet und warum Sie den Podcast abonnieren sollten. Zuerst darf ich mich aber kurz vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich komme aus Regensburg. Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, liegt meine Heimatstadt im schönen Bayern. Aber keine Sorge, ich gebe trotzdem mein Möglichstes, dass es für alle verständlich bleibt. Ich selber bin in Regensburg selbstständig als Sachverständiger für Immobilienbewertung und Immobilienberater tätig. Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in der individuellen Beratung meiner Kunden und in der Erstattung von Wertgutachten. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Zuhörern Basiswissen aus der Immobilienlandschaft vermitteln. Es geht hier in meinem Podcast nicht, wie in vielen anderen Podcasts, vorrangig darum, Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit möglichst wenig Einsatz möglichst große Summen mit Immobilien verdienen kann. Sondern in meinem Podcast möchte ich dem privaten Immobilieneigentümer oder dem potenziellen Eigentümer Grundlagen vermitteln und Fachbegriffe erläutern. Ziel ist also, etwas Licht in das Fachchinesische der Immobilienwelt zu bringen und somit gerade auch Leuten, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Immobilie zu kaufen oder vielleicht auch eine Immobilie zu verkaufen, mit dem nötigen Basiswissen zu versorgen. Die Themen drehen sich dabei zum Beispiel rund um die Eigentumswohnung und alles, was damit zusammenhängt. Natürlich gebe ich Ihnen als Sachverständiger auch Einblicke in das Thema Immobilienbewertung. Ja, welche Möglichkeiten gibt es dabei und was muss man beachten? Wie liest man zum Beispiel ein Gutachten richtig? Oder wissen Sie zum Beispiel ganz genau, was es mit der Grundschuld, mit der Vorfälligkeitsentschädigung oder mit der Spekulationsfrist auf sich hat? Was ist zu beachten, wenn Sie eine Wohnung kaufen, die vermietet ist? Alle diese Inhalte versuche ich in möglichst kompakter Form rüberzubringen. Die einzelnen Folgen sollen also keine stundenlangen Facharbeiten und Abhandlungen werden, sondern kompakte Podcast-Folgen mit einigen Minuten Länge, die man gut auch mal zwischendurch konsumieren kann. Ich habe jetzt geplant, in der Zukunft jede Woche am Montag eine neue Podcast-Folge für Sie online zu stellen. Wenn Sie also das Thema Immobilien und das entsprechende Know-how dazu interessiert, dann empfehle ich Ihnen natürlich, den Podcast gleich zu abonnieren und damit keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und eine Bitte habe ich auch noch. Wie schon gesagt, dieser Podcast ist noch ganz frisch und jung. Sie hören jetzt gerade die erste Folge. Sehen Sie es mir also nach, wenn es am Anfang vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen hakt oder irgendwas schief geht. Oder wenn ich vielleicht doch noch den ein oder anderen Versprecher oder Verhaspler drin habe. Alles Weitere, also insbesondere auch meine Website mit den Kontaktdaten und so weiter, verlinke ich Ihnen dann jeweils in den Shownotes. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf Ihr Abo, hoffentlich auf eine positive Bewertung, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Und in der nächsten Folge steigen wir dann auch gleich ins Thema ein und widmen uns als erstes mal dem Thema Eigentumswohnung, den Besonderheiten und allem, was damit zusammenhängt. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. In diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.